Moin YouTube, ich begrüße euch zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute hat es mein Bruder Henne geschafft, ins Sportstudio eingeladen zu werden. Wer das Tor nicht gesehen hat, hier nochmal eingeblendet. Zeig, was du kannst! Oh, komm, Henne! Oh, oh, oh. Ganz verrückte Sache. Mit dabei heute ist Miles. Lena, also Hennes Freundin, ist auch dabei. Wir fahren nach Mainz ins Sportstudio, live Tor anschließen, ZDF. Und ich begleite euch hier mit dem Vlog. Und ja, viel Spaß beim Video. Geil, ich hab Bock. Hey, da ist der gute Mann. Moin, moin. Moin, moin. Und, bist heiß? Ich bin total heiß. Was sagst du, wie viele Dinger macht der Henne heute? Vier. Vier? Ja. Boah, wär stark. So, erster Stopp des Tages. Boah, Hälfte schon geschafft oder über die Hälfte, wie du meinst. Ja, geht jetzt hier direkt McDonalds, das ist rein, ne? Boah, Schmackofatz. Gibt auch andere Fastfood-Ketten so. Kein Product Placement für Mac ist. Gibt auch McDonalds. Gibt auch Burger King und KFC so. So, jetzt wird erstmal fett abgeschmatzt. Digga, wir standen da vorne vor der Schranke, vor dem Gebäude. Die wollten uns erst nicht reinlassen, weil wir zu spät sind. Haben wir direkt Kontakt mit Henne dargestellt und der meinte dann so, ja, er regelt das und jetzt haben die Schranke noch runtergemacht für uns. Aber schon wieder verrückt hier, was hier abgeht, ne? Crazy. Egal, jetzt gehen wir recht ins Gebäude. So, dann wurden wir reingelassen, befinden uns im Sportstudio und ja, ist voll, ist cool. Henne direkt da vorne, Tor wird gezeigt. Mach mal was der Trainer ärgern könnte. Und das funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Erstmal noch eine erfundene Geschichte dazu. Und dann kommt auch direkt der erste Schuss. Ich werde jetzt mal unkommentiert laufen lassen, um euch so ein bisschen die Impression da auch mitgeben zu lassen. Da war auch total lauter, ne? Ja, Henne war 0-3 bis jetzt und der Heidenheim-Trainer Frank Schmitz hatte schon zwei getroffen gehabt, jeweils einen unten, einen oben. Das heißt, auf Henne lastet der Druck jetzt, ne? Und jetzt kommt Henne, ein Ehrentreffer. Ja. Mein Bruder Henne, schade. Aber wir sind trotzdem stolz, dass du es dahin geschafft hast. Sehr stark, sehr stark. War wirklich eine sehr coole Erfahrung, mal das Ganze live zu beobachten. Waren auch wirklich viele Zuschauer halt da, ne? Klar ausverkauft. Und ja, hier zeige ich nochmal ein paar Bilder, wie das Ganze aussieht, die Räumlichkeiten da. Oh, einen für die Mannschaft. Max, komm runter. Es gibt Sangria. Oh, eine für die Mannschaft. Schade, Baby. Oh, schade, der Baby. War unglücklich. Aber er trifft doch zweimal. Also. So, leider erfolglos beim Torwartschießen. Ja, passiert. Fazit. Ja, hat Spaß gemacht, aber wenn man nicht trifft. Wo hast du gelesen? Weiß ich nicht, nervös. Am Ende fragt man immer, wo hast du gelesen? Am Anfang, eine Woche lang, fragt jeder, bist du nervös, kein Stück. Ich sitze hier, ich bin so am Zittern. Ja. So. 300 Kilometer Reise für 20 Minuten Torwartschießen gefühlt. Wenn überhaupt. Wir sind hier immer noch in Mainz am ZDF-Studio. Ist jetzt auch direkt wieder Abfahrt. Also insgesamt 6 Stunden Fahrt für 2 Stunden hier sein? 3 Stunden hier sein? 6 schwache Schüsse. Für 6 schwache Schüsse, ne? Peinlich, ja, ne? Peinlich, wenn du es siehst. Aber war trotzdem geil. Ja, der Trainer von Darmstadt, nee, von Heidenheim. Der Trainer von Heidenheim war hier. Letztlich Mann. Unten rechts und oben links. Ja, ey, erstens gute Schüsse und zweitens auch sympathischer Mann. Gucken wir mal, ob sie es schaffen, in der ersten Liga zu bleiben. Und ja. So, das war's auch schon mit dem Vlog. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Impressionen mitgeben. Vielen Dank auch erstmal noch an Henne dafür, dass du uns die Tickets gegeben hast. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.